Was haben Deutschlands längste und kürzeste Grenze gemeinsam? Beide führen entlang nur eines einzigen Bundeslands. Beide haben eine lange und tiefe Geschichte, die zurück in die Zeiten des Heiligen Römischen Reiches geht, und beide markieren den je nördlichsten und südlichsten Punkt Deutschlands. Welche Besonderheiten die deutsch-österreichische Grenze aber noch zu bieten hat, darum geht's jetzt. Vorneweg, je nachdem, wie man die Grenzziehung am Bodensee sehen will, grenzt dort auch Baden-Württemberg an Österreich. Effektiv ist die österreichisch-deutsche Grenze aber eine rein bayerische Angelegenheit. Und wir beginnen mit dieser bayerischen Angelegenheit auch dort, wo der Bodensee auf Land trifft, wobei die Grenze die ersten 15 Kilometer weiterhin nass bleibt, da wir mit Laiblach und Riekenbach bereits die ersten Grenzflüsse kennenlernen. Kaum, nachdem wir die beiden Flüsse verlassen haben, finden wir uns aber auch schon im Allgäu. Und hier im Allgäu kommen wir nach knapp 100 der insgesamt 817 Kilometer langen Grenze an das Haldenwanger Eck, dem zu Oberstdorf gehörenden Dreiländereck zwischen Deutschland, Vorarlberg und Tirol. Aber eigentlich sind Dreiländerecke wenig erwähnenswert, gerade wenn es sich nicht mal um drei Staaten handelt. Dieser allerdings schon, denn nur wenige Meter vom Haldenwanger Eck entfernt liegt der auch zu Oberstdorf gehörende südlichste Punkt Deutschlands und der dritte Extrempunkt, den wir auf unserer Reise entlang der Grenze bereits kennengelernt haben. Auch umrahmt Oberstdorf das österreichische Kleinwalsertal, eines der größten Tourismusziele ganz Österreichs. Noch besonderer macht das Kleinwalsertal allerdings ihre Eigenschaft als funktionale Exklave. Das meint ein Gebiet, das zwar räumlich nicht vom Land getrennt ist, aber nur durch ein Nachbarland erreicht werden kann. Im Fall vom Kleinwalsertal ist es die deutsche B19, die die Gemeinde mit dem Rest der Welt verbindet. Wie eine Exklave verhält sich das Tal um die Orte Rietzleren, Hirschegg und Mittelbach auch häufig und besitzt viele eigene Regeln und Ausnahmen. Zwischen 1891 und 1995, dem Jahr, in dem Österreich der EU beitrat, war das Kleinwalsertal so zum Beispiel Zollausschussgebiet und effektiv Teil des deutschen Wirtschaftsgebiets. Noch heute gelten teils deutsche Steuern statt ihr österreichisches Pendant. Es gab sogar eine eigene deutsche Postleitzahl und noch bis 2003 eine deutsche Telefonvorwahl für die Orte im Kleinwalsertal. Und wäre das alles nicht genug, müssen deutsche Staatsangehörige, die im Kleinwalsertal verhaftet werden, mit einem eigenen Polizeihubschrauber ins nächstgelegene Gefängnis in Feldkirch geflogen werden, da die österreichische Polizei in dem Moment, in dem sie deutschen Boden betritt, die festgenommene Person sonst schlichtweg freilassen müsste. All das nur, weil es sich um eine funktionale Exklave handelt. Und sei das nicht genug mit Besonderheiten, begegnen wir bereits am Ende des Knicks, der die Grenze um Oberstdorf und Sonthofen macht, bereits den nächsten ungewöhnlichen Grenzort. Jungholz, wo die Frage, wo Exklave endet und funktionale Exklave beginnt, auf ein Extrem gebracht wird. Denn Jungholz ist der einzige Ort der Welt, an dem zwei Landesteile an nur einem einzigen Punkt miteinander verbunden sind, der Spitze des Sorgschrofens. Damit ist Jungholz allerdings keine Exklave, weil es eben an diesem einen kleinen Punkt mit dem Hauptland verbunden ist. Allerdings könnte ihre Trennung auch nicht größer sein. Auf kommunaler Ebene ist es zudem auch ein Vier-Städte-Punkt, da auf jeder Seite eine andere Gemeinde sitzt. Wie schon beim Kleinwalsertal gibt es ähnliche Sonderregeln für Jungholz, das schon zu Zeiten, als Bayern noch ein Königreich war, an das deutsche Wirtschaftsgebiet angeschlossen wurde und sowohl eine österreichische als auch eine deutsche Postleitzahl besitzt. Kaum 60 Kilometer hinter Jungholz und immer noch innerhalb des ersten Drittels der deutsch-österreichischen Grenze finden wir den nächsten besonderen Grenzort, Deutschlands höchsten Punkt, die Zugspitze. Dessen Gipfelkreuz ist nur etwa 100 Meter von der österreichischen Grenze entfernt und beide Nationen teilen sich die große Aussichtsplattform mit eigenen Lifts, die sowohl ins österreichische Obermoos als auch an den deutschen Alpsee führen. In Österreich ist die höchste Erhebung Deutschlands übrigens nicht einmal in ihren Top 150. Nach Verlassen der Zugspitze beruhigt sich die Grenzlinie ein wenig und zieht sich entlang von Gebirgskämmen gen Osten. Erst bei Kufstein und Kiefersfelden treffen wir wieder auf etwas Besonderem. Die Inn, der wohl bedeutendste Grenzfluss zwischen Bundes- und Alpenrepublik. Allerdings noch nicht jetzt, da wir ihn schon nach 13,5 Kilometern wieder verlassen und zum letzten Stück alpines Grenzgebiet kommen, dem Berchtesgadener Land. Diese deutsche Auswölbung führt zu einer 90 Kilometer langen Grenze, bei der sie an ihrer engsten Stelle Österreich nicht mal 11 Kilometer voneinander trennt. Deswegen heißt diese Beule um Berchtesgaden und Königssee auch Deutsches Eck.
Es hat dabei nichts mit Flussmündungen, Koblenz oder dem Rhein zu tun, sondern damit, dass der Weg von Salzburg nach Tirol über 50 Kilometer kürzer ist, fährt man über Deutschland statt über Bischofshofen. Die Alpen im Rücken und an der eindeutig bedeutendsten Grenzstadt Salzburg vorbei beruhigt sich auch die Grenze. Dabei war Salzburg nicht nur kulturell, zum Beispiel als Geburts- und Wirkungsstätte Mozarts, sondern auch politisch als unabhängiges Erzbistum bedeutend. Noch bis 1803 war es mit einem Erzbischof an der Spitze von Österreich unabhängig und wurde erst infolge des Wiener Kongresses 1816 Teil des nun nicht mehr Heilig Römischen Kaiserreich Österreich. Auch besiegelte dieser Kongress die Grenzziehung, wie sie bis heute existiert. An Österreichs viertgrößter Stadt begegnen wir auch den Flüssen Salach und Salzach, die uns als grenzlos bis an die Inn führen. Diese bildet den längsten Grenzfluss zwischen Österreich und Deutschland. Und nach den 13,5 Kilometern zwischen Kufstein und Ehr folgen wir ihr für weitere 66 Kilometer insgesamt fast ein Zehntel der gesamten Grenze. Kurz bevor die Inn ihre Reise endet, verlässt sie aber Österreich ganz, sodass das Dreiflusseck, wo neben der Inn auch die Ilz in die Donau fließen, eine rein passauische Angelegenheit ist. Kurz danach tritt auch die Donau eine kleine Reise als grenzlos an. Keine 22 Kilometer später endet allerdings die Episode der Donau als deutsch-österreichischer Grenzfluss auch schon wieder, und mit großen Städten und Flüssen im Rücken dreht sich die Grenze nach Norden und kriecht unscheinbar in den Böhmerwald hinein. Weit weg von der Aufregung der hohen Berge, Exklaven und Extrempunkte landen wir bei einer ganz ruhigen und unscheinbaren Grenze und letztendlich am Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik.